Ja, liebe Freunde und Freundinnen des Hypnosalons, wir begrüßen Sie ganz, ganz herzlich zu diesem besonderen Salon. Wir treffen uns heute zu einem Sondersalon, einem Spendensalon für humanitäre Hilfe in der Ukraine. Wir freuen uns, dass das alles so kurzfristig geklappt hat und wir so viele Interessierte hier zusammenbringen konnten und vielleicht auch im Nachgang noch vernetzen können. Und ich danke ganz herzlich allen, die hier so spontan geholfen haben. Unserem Team im Hintergrund, der Lisa Steger, Stehling, dem Pascal Deger, natürlich Manfred Prior, wie immer, der mit Rat und Tat aus dem Urlaub raus alles mit organisiert hat, gerade in Basel im Hotel ist und auf dem Rückweg von seinem Urlaub einen Zwischenstopp gemacht hat, damit wir hier den Salon starten können. Und natürlich Gisela Perren-Klingler, unserer besonderen Referentin für das besondere Thema. Wir haben mit unserem Hypnosalon dieses Mal zwei besondere Anliegen. Und zwar möchten wir zum einen natürlich hilfreiches Wissen mit Ihnen teilen und von Giselas Know-how und Expertise profitieren. Und das Zweite ist, dass wir für humanitäre Hilfe in der Ukraine spenden möchten. Wir freuen uns über Giselas Know-how. Der Vortrag wird inhaltlich, glaube ich, sehr, sehr interessant. Ich fand es schon ganz spannend, was ich gehört und gesehen habe im Skript. Der ist extra hier für die besondere Situation zusammengestellt worden. Und das Handout steht auch schon im Methodenschatz. Das können Sie sich gerne runterladen. Und neben der Verbreitung des Wissens und des fachlichen Austausches möchten wir natürlich Hilfen für die Ukraine generieren und wir freuen uns, wenn Sie für das Aktionsbündnis Katastrophenhilfe spenden. Die Möglichkeit zu spenden, der Link wird die ganze Zeit eingeblendet sein. Wie immer ist es so, dass Sie zunächst den Vortrag hören und dass Sie anschließend Ihre Fragen in den Chat stellen können. Und ab 20 Uhr sind Sie herzlich zu WonderMe und zum kollegialen und fachlichen Austausch eingeladen. Und jetzt gebe ich hier den Raum frei für den Vortrag für Gisela, der ich nochmal ganz herzlich danke und Manfred wird Sie vorstellen. Ja, zunächst mal herzlichen Dank auch von mir, Gisela, dass du so kurzfristig dich hier bereit erklärt hast. Gisela Perren-Klingler ist für uns die ideale Referentin zu diesem Anlass, denn sie war über viele Jahrzehnte ihres Berufslebens in zwei Welten zu Hause und halt auch viel unterwegs. Zum einen hat sie in vielen Ländern, in denen durch Krieg, Terror, Folter Menschen Grausames angetan wurde, ihr traumatherapeutisches Konzept immer weiterentwickelt. Sie hat es aufs Wesentliche reduziert und konzentriert, damit man es den Ersthelfern vor Ort immer besser und wirkungsvoller beibringen kann, was sie immer gemacht hat. Aber zum anderen war sie auch in Missionen des Internationalen Roten Kreuzes und für andere Organisationen maßgeblich beteiligt an politischen Bemühungen, die Folgen von Krieg, Terror und Folter einzugrenzen und Räume für humanitäre Hilfen offen zu halten. Zum Beispiel hat sie 10 Jahre lang eine Kommission geleitet, in der sich Konfliktparteien auf ein Vorgehen einigen, wenn im Kriegsfall unterschiedliche und sich widersprechende Darstellungen gegenüberstehen. Für mich besonders an Gisela ist, dass sie trotz dieser langen, lebenslangen Beschäftigung mit Grausamsten, was einem im Leben passieren kann, dass sie sich immer die Hoffnung erhalten hat und auch ihre Lebensfreude. Ich bin sehr froh, dass Gisela jetzt hier bei uns ist und uns an ihrem Wissen und ihrer breiten Erfahrung teilhaben lässt. Vielen Dank, liebe Gisela, dass du heute hier bei uns bist. Okay, vielen, vielen Dank, Manfred und Frauke, für die Einladung und das Team für die wirklich professionelle Vorbereitung. Ich werde gleich mal meinen PowerPoint raufladen. Ist er da? Ja, okay. So wie Manfred gesagt hat oder Frauke, Krieg, Schrecklichkeiten lassen uns ja immer wieder hilflos uns fühlen. Und es ist natürlich auch für mich ein Grund gewesen, ein bisschen aus dieser Hilflosigkeit mit den vielen schlechten Nachrichten jeden Tag und dem Unverständnis über das, was den Ukrainern angetan wird, auch
auch obwohl sie sich ja wehren oder gerade weil sie sich wehren. Und deswegen hat es mir natürlich auch am Herzen gelegen, euch etwas Neues anzubieten, weil als mir klar wurde, dass wir sehr viele Flüchtlinge kriegen werden, ihr und wir sind immer, ich sage 10-mal weniger Schweizer als Deutsche, also sollten wir auch 10-mal weniger Flüchtlinge aufnehmen, wird wahrscheinlich dann so ungefähr sein, dass wir 100.000 und ihr 1 Million kriegt. Dann habe ich mich gefragt, was können wir besser machen dieses Mal, als wir das gemacht haben in den 90er Jahren. Die 90er Jahre waren ja auch so ein ganz dunkles Kapitel, einerseits mit dem Bosnienkrieg und andererseits mit dem Ethnozid in Ruanda. Die sind ja fast zeitgleich passiert. Wie immer ist es dann schwierig, überall die Aufmerksamkeit zu behalten. Bosnien ist uns näher, natürlich. Wir haben Leute aus diesen Teilen der Welt, aus diesem Teil der Welt, die bei uns schon damals gearbeitet haben, etc. Während dem Ruanda war weit weg und in Afrika und man wusste nicht so viel. Ich habe als erstes das Bild von Chagall über das Tier Krieg eingeblendet, weil ich finde, das sagt so aus, so schrecklich aus auch, wie schlimm Krieg ist. Die Menschen, die fliehen, die Menschen, die verletzt sind, die Menschen, die verbrennen. Natürlich klingt es auch an den Holocaust an, aber es ist wie immer, es soll ein Reminder sein, dass wir eigentlich besser ohne Krieg auskommen könnten, wenn es eben nicht Machtspiele gäbe. Krieg und bewaffnete Auseinandersetzungen. Das kann ja auch in einem Land drin sein, in einem Bürgerkrieg zum Beispiel, siehe Bosnien, ist immer schrecklich, weil Gewalt immer schrecklich ist. Gewalt vergewaltigt die Menschen immer wieder, weil man den eigenen Willen, in der Politik sagt man, die eigenen Interessen schützen oder durchsetzen will. Putin redet von Schutz seiner eigenen Interesse im Moment. Und es geht immer darum, immer wieder, egal wie viel es kostet, an Menschenleben, an Verletzungen, meistens auf beiden Seiten, aber auch an Material und an ökologischen Folgen. Krieg ist schrecklich, weil er immer den Menschen in seiner Würde verletzt. Er wird hilflos, er wird nicht mehr respektiert und wird natürlich dann im Körper verletzt. Es gibt Verletzte, wir sehen sie jeden Tag. Es gibt auch Tote. Er wird in seiner Seele verletzt, auch wenn er überlebt. Und sein sozialer Kontext wird verletzt. Wo kann ich noch sicher sein? Mit wem kann ich noch mich zusammentun? Und wo muss ich anfangen, mich zu schützen im sozialen Kontext? Krieg schafft, und deswegen bin ich ja auch gern bei hier, Krieg schafft immer Transphänomene. Und zwar sowohl bei den, ich sage jetzt mal, Angreifern wie bei den Angegriffenen. Denn Krieg bedeutet ja auch immer eine irrsinnige Ladung von Stress. Krieg bringt Tod und Verletzungen. Unsägliches Leid, und das ist mir wichtig, dass wir über das Leid nachdenken und nicht so sehr über Symptome. Leid ist menschlich, Leid kann man nicht heilen, Leid kann man nur vielleicht durch Solidarität etwas weniger schrecklich machen. Das Leid ist körperlicher und seelischer Art. Und das Leid, das dauert auch nach, ich sage jetzt mal, wenn ich optimistisch bin, nach Friedensschluss oder schon nur nach Waffenstillstand weiter an. Es gibt nachher Kriegsversehrte. Ich war als Kind in 1954 in Köln. Ich habe das sehr nah miterlebt, wo die kriegsversehrten Männer damals natürlich auch von Russland nach Köln kamen und dann Brot um Brot bettelten bei meiner Mutter etc. Es sind, und das ist mir wichtig auch von Anfang an, es gibt immer beide Teile. Es sind die Ukrainer, die im Moment sehr viel Aufmerksamkeit haben, aber es sind auch die Russen, und zwar die Soldaten, genauso wie auch die Zivilbevölkerung und die Mütter der Soldaten, die irgendwann sich aktivieren werden, so wie sie das letzte Mal auch gemacht haben nach dem oder während des Afghanistan-Kriegs. Die seelischen Reaktionen sind Depression und Trauer.
Es kann Angst sein über das, was man erlebt hat, die Shattered Assumption, was ja dann auch zu Traumasymptomatik führen kann, die Vorannahmen, die wir über die Welt gehabt haben, wo wir dachten, wir sind Brüder eben, also die Russen und die Ukrainer. Es gibt posttraumatische Belastungsstörungen. Und alles dies sieht man natürlich auf individueller Ebene, wenn man darauf geschult ist. Aber wir müssen uns klar sein, dass wir das auch bei ganzen Gruppen sehen. Und dann müssen wir ja vielleicht eben auch anfangen zu überlegen, wie wir das anders machen als individuell. Ich möchte den Kontext ganz kurz skizzieren, und zwar, weil ich sehr viel höre und dann immer sagen muss, nein, das stimmt so nicht. Im Krieg gibt es ein spezielles Kriegsrecht. Das sind die Genfer Konventionen, die schon 1920 von Henri Dunant begonnen wurden, die ersten drei damaligen Konventionen. Die vierte ist 1949, also nach dem Zweiten Weltkrieg, definiert worden und dann auch natürlich angenommen und ratifiziert worden von den meisten Nationen der Welt. Da geht es darum, dass Krieg menschlich geführt wird. Das ist natürlich eigentlich ein Widerspruch in sich selbst, dass man vermeidbares Leid nicht extra zum Beispiel den Zivilisten anhängt, dass man zivile Ziele verschont. All das wurde in Folge von Henri Dunant 1949 in der vierten Genfer Konvention, die sich eben besonders um die Zivilisten kümmert, ganz genau definiert. Klar, der Zweite Weltkrieg mit all diesen Angriffen auf zivile Personen, auf die Zivilbevölkerung und selbstverständlich zivile Einrichtungen, das hat noch nachgehallt. Das Kriegsrecht ist weniger, verlangt weniger als die Menschenrechte. Wenn man mit Menschenrechten arbeitet, dann hat jeder Mensch das Recht zu leben und soll nicht umgebracht werden. Hingegen im Krieg gehört es dazu, dass die Armeen sich gegenseitig Schaden zufügen und ihre Soldaten töten. Die nationalen Armeen, die meisten auf der ganzen Welt, haben sich zu den vier Genfer Konventionen verpflichtet. Und ich war eben einmal in einer Kommission, die das dann kontrollieren sollte. Es ist sehr schwierig, weil es sehr häufig dann auch sehr verlogen ist. Und man sagt immer, wir haben kein Problem oder das ist anders zu regeln. Und die, die uns was getan haben, das sind Terroristen, das sind keine Kombattanten etc. Das Kriegsrecht, die vier Genfer Konventionen werden häufig problematisch, wenn man mit Söldnerarmeen zu tun hat. Deswegen will man eigentlich vom Kriegsrecht her keine Söldner. Also deswegen sind ja auch die Schweizer vorher schon im Kongress von Wien zu einem ewigen Neutralitätsstatus damals verdonnert worden. Aber auch Gott sei Dank hat man uns das gegeben. Es gibt Probleme, wenn es Guerilleros gibt. Es gibt große Guerilleros-Gruppen, zum Beispiel in Kolumbien, die sich dann aber auf Arbeit des IKRKs, darauf komme ich gleich zurück, dann auch verpflichtet haben, eben das Kriegsrecht zu respektieren. Und das, was wir im Moment in der Ukraine sehen, dass man Zivilisten ja bewaffnet und sie kriegen dann eine gelbe Binde, sie sind dazu da, um Sabotageakte auszuführen, sie sind dazu da, um Molotow-Cocktails zu werfen etc. Und wenn sie keine gelbe Binde haben, dann können sie vom Feind als illegale Kämpfer, als Kriminelle betrachtet werden. Und dann kann man sie standrechtlich erschießen, wenn man sie erwischt. Das humanitäre Völkerrecht, das ist eben das Kriegsrecht, befasst sich in den drei ersten Konventionen mit den Armeen, den Soldaten etc. Die Genfer Konvention, die vierte, die befasst sich mit den Zivilisten und deren Einrichtungen. Das IKRK, das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, ist ein Garant der Genfer Konventionen. Und es ist neutral, es ist unabhängig und es bedient alle Seiten. Es gibt nicht den Angreifer und den armen Angegriffenen. Ich bin sicher, dass das IKRK in der Ukraine bereits vorhanden ist und sicher auch bei den Russen sich
den Weg ebnet, damit sie, erste, zweite, dritte Konvention, damit sie die Kriegsgefangenen besuchen können und sehen, dass den Kriegsgefangenen das Minimum, was eben in den Konventionen festgesetzt ist, geleistet wird. Das humanitäre Völkerrecht schützt. Die ersten drei schützen Soldaten vor illegalen Waffen. Das ist etwas ganz Wichtiges. Wir wissen auch, dass es bereits illegale Waffen gab, vielleicht auf beiden Seiten, sicher auf der russischen Seite. Sie werden geschützt bei der Gefangennahme, wenn sie verletzt werden und so gefangen werden oder auch wenn sie verschwinden. Das ist vom humanitären Völkerrecht immer wieder wird das postuliert und das IKRK schickt dann seine Delegierten, um nachzusehen, wo die Leute sind, die auf der anderen Seite als verschwunden, als verletzt vielleicht etc. etc. angegeben werden. Unterdessen haben die Briten und das IKRK zum Beispiel im Nahen Osten eine neue Art, die Namen, diese komplizierten arabischen Namen mit den vier Namen, zu erstens die Rechtschreibung immer gleich zu machen und nach ganz gewissen Kriterien die Namen aneinander zu reihen. Was macht das dann innerhalb von 24 Stunden die Liste der Vermissten auf der einen Seite mit der Liste derer, die man unterdessen gefunden hat, abgeglichen werden können? Etwas sehr Wichtiges, da sind die Briten die Vorreiter von allem. Das Zweite ist, dass das humanitäre Völkerrecht Zivilisten schützt und ihre Einrichtungen. Das sind die Spitäler, das sind Schulen, das sind andere Strukturen, es sind Wohnhäuser, Kirchen und selbstverständlich die Betroffenen oder darin aktiven Menschen, also das gesamte Medizinalpersonal, aber auch Lehrer etc. Spitäler werden mit dem Emblem des Roten Kreuzes, am besten auf dem Dach, groß markiert, manchmal auch mit dem roten Halbmond oder dem roten Davidstern. Aber eigentlich ist eben im Kriegsrecht, weil das IKRK das Wort hat, nur das Rote Kreuz im weißen Feld ausschlaggebend. Das Emblem des Roten Kreuzes, ich sage es jetzt mal pathetisch, gilt als heilig. Es darf nur im Krieg benutzt werden für diese eben, für den Schutz von Zivilisten und Soldaten. Es gibt immer wieder Momente, ich erinnere mich an einen in Kolumbien, wo Herr Santos, der damalige Präsident, den FARC sagte, sie wollten jetzt die Gefangenen, die austauschen wollten, per IKRK holen. Das IKRK-Emblem war auf einem Helikopter, der da geschossen hat. Das IKRK trägt nie Waffen. Wir transportieren auch niemanden, der Waffen trägt. Das sind so dann schwierige Dinge, wenn man irgendeinem Land ist. Ich war zum Beispiel in den palästinensischen Gebieten und mit den Israelis, dass man dann plötzlich jemanden rauswerfen muss, weil er in seiner Hosentasche noch eine Waffe hat. Bei bewaffneten Konflikten gibt es aber viel mehr als nur das IKRK. Es gibt das internationale Komitee, es gibt die Liga, also das IKRK habe ich ja gesagt, und das IKRK lebt, ist unabhängig und neutral und es lebt von Spenden von Nationalstaaten im Allgemeinen, die das aber ohne irgendwelche Bedingungen abgeben und es lebt von den Beiträgen der Liga. Die Liga der Rotkreuz- und Halbmondgesellschaften sind die Vereinigung sämtlicher Rotkreuzgesellschaften, die auf nationaler Ebene und auch selbstverständlich glaubensmäßig aufgestellt sind. Die Rotkreuz, die nationalen Rotkreuzgesellschaften sind häufig verbandelt mit gewissen Gruppen. Die Frau des Präsidenten ist die Präsidentin des Roten Kreuzes zum Beispiel etc. Sie sind nationalstaatlich organisiert und das macht natürlich Schwierigkeiten. Aber sie sind verpflichtet, einen Teil dessen, was sie haben, mit dem IKRK zu teilen und das wird dann dort, ich würde sagen mal, entnationalisiert. Es gibt viele UNO-Organisationen, wie die UNICEF zum Beispiel, die im Moment immer wieder sagt auch, dass es
dass die Kinder betroffen sind, das Hochkommissariat für Flüchtlinge, das im Moment ja sehr stark aktiv ist. Es gibt auch noch viele andere Organisationen, die von der UNO her geschickt werden. Und die natürlich, die UNO ist eine Organisation von Staaten. Dort spielt die Politik bereits eine sehr große Rolle. Es gibt Beiträge für gewisse Missionen der UNO. Denken Sie an die Missionen für die Atomkontrolle im Iran zum Beispiel, aber auch an vielen anderen Orten auf der Welt, wo immer wieder mal eine Organisation geschickt wird. Häufig dann eben politisch bereits gefärbt. Und das wird im Konsens mit den Sitzungen in New York gemacht. Und dann gibt es ganz viele NGOs, eine, die ihr jetzt auch unterstützt mit eurer Spende. In Deutschland sind es die Malteser unter anderem. Es gibt den Save the Children's Fund, der aus England kommt ursprünglich. Ärzte ohne Grenzen aus Frankreich, die sehr mutig im Allgemeinen wirklich an der vordersten Front sind und eben Spitäler aufbauen oder betreiben, wenn das Personal ausfällt oder wenn es keine Ressourcen mehr gibt. Das Technische Hilfswerk, die Caritas und so weiter. Diese NGOs sind alle national aufgestellt. Sie leben von Spenden und sie werden durch Beiträge der Nationalstaaten auch gefördert. Die NGOs, wenn sie unangenehm werden, wirft man raus. Währenddem das IKRK ist schwierig rauszuwerfen. Auch die Liga der Rotkreuz- und Halbmondgesellschaften, weil es in jedem Land das ja auch gibt, auch das für die ist es schwierig. Das hat seine Vor- und hat seine Nachteile, es hat auch Vorteile für die Leute, die dafür arbeiten. Die Organisationen werden aktiviert auf verschiedene Arten. Das IKRK wird gerufen, es verhandelt häufig hinter den Kulissen. Ich nehme an, es ist am Verhandeln sowohl in Kiew wie auch in Moskau. Es bleibt vertraulich, es sagt nicht, was es tut. Es ist neutral, unabhängig und es denunziert nur im äußersten Notfall. In der Geschichte, die ich kenne vom IKRK, ist zweimal denunziert worden. Bei ganz massiven Dingen, wo zum Beispiel 200 Offiziere von einer Armee plötzlich verschwinden. Und das heißt natürlich etwas, oder da hat der Feind geguckt, dass sein Feind eben nicht mehr die Offiziere zurückkriegt, die gut geschulten Leute. Die UNO-Organisationen werden von der Zentrale geschickt. Sie werden meistens geduldet und sie denunzieren. Das ist ihre Stärke, es ist aber auch ihre Schwäche. Und die NGOs entscheiden selber, ob sie gehen, wohin sie gehen. Und sie werden häufig nur geduldet und häufig weggeschickt, wie ich das vorher gesagt habe, für Médecins Sans Frontières. Weil die NGOs im Allgemeinen sehr schnell sagen, was nicht gut ist und was an humanitärem Völkerrecht verletzt wird. Jetzt kommt der zweite Teil, wo ich das, was ich mir so durch den Kopf habe gehen lassen, nach dem Motto, was haben wir gelernt aus den 90er Jahren, Bosnien und Ruanda. Es waren beides Bürgerkriege mit ethnischem Hintergrund, von unglaublicher Brutalität, richtiger Abschlachtung und unglaublicher abschlachtender sexueller Gewalt in beiden Weltgebieten. Der Unterschied ist, Bosnien ist ein Teil Europas, die Menschen sind weiß, sie sprechen eine indoeuropäische Sprache etc. Es hat auch viele Familien bereits, die schon bei uns und bei euch gearbeitet haben, als das alles passierte. Ruanda ist in Afrika, das Land der 1000 Hügel, ist weit weg, unbekannt, fast unbekannt. Und es gab schon vor den 90er Jahren schon zweimal Ethnozide gegen die Tutsis. Kommt auch so das Gefühl, wenn man damit sich befasst, schon wieder. Und es gab in beiden Ländern und bis heute gibt es sehr viele Verletzungen, die geblieben sind. Nach Kriegsende viel Unausgesprochenes. Und es gab an beiden Orten viel Beschweigen. Es wurde über viel nicht geredet, teilweise auch durch unsere ungünstigen Einflüsse, wo man sagte, man kann einer gewaltigen Frau in Bosnien nur raten, dass sie nicht darüber redet mit ihrem Mann, weil er sie sonst verstößt, wie wenn ein durchschnittlicher Mann das nicht merken würde.
In Bosnien wurde unglaublich viel Hilfe, sehr unkoordiniert gegeben. Es gab Hilfe für vergewaltigte Frauen in fast jedem Kaff. Es gab Nottelefone für Frauen. Es gab Psychotherapieeinsätze bis zum Abschied nehmen. Alle Schulen waren da, alle Nationen, alle zivilisierten Nationen waren da. Aber es war ein Strohfeuer und es blieb relativ temporär. Staaten haben geholfen, die UNO hat geholfen, NGOs haben geholfen, neue NGOs haben sich gegründet, etc. Doch es wurden sehr wenige psychosoziale, kommunitäre Interventionen geplant und auch eingeführt. Und es war von Anfang an quasi wie geprägt davon, dass man auch von Europa her nicht interethnisch arbeiten wollte. Ich erinnere mich, wir haben in Zürich so einen Kurs gemacht für Peers aus dem Flüchtlingswesen, aus dem Balkan. Und das Erste, was mir die Leute, wir hatten 20 Leute aus dem Balkan, gleich viele Schweizer dabei, die Leute aus dem Balkan sagten, wir können nicht zusammenarbeiten, wir sind da Serben und Kroaten und Bosnier und Albaner. Und ich wurde dann relativ böse und sagte, jetzt seid ihr eben in der Schweiz und die ist neutral. Und das wird ganz sicher nichts ändern an dem. Wir haben 50% Schweizer, ihr könnt euch aufteilen, ihr müsst primär nicht zusammenarbeiten. Am Ende haben alle zusammengearbeitet. In Bosnien ist weiterhin, hat man unendliche Aufwände betrieben für das internationale Kriegstribunal in Den Haag. Man hat die Zeugen geschützt, man hat die Zeugen betreut mit Psychologen, mit Medizinern etc. und hat gedacht, dadurch, dass man die Leute bestraft, die Täter, könnte das eine Hilfe bedeuten. Alle Psychotherapeuten, die mal mit Opfern gearbeitet haben, wissen, dass das Recht, auch wenn es gesprochen ist, und eine Strafe gegeben wird, nie etwas ändert, im Gegenteil. Dann brechen unsere Patienten zusammen. Die Hilfe an Ruanda hingegen war relativ wenig. Erstens weit weg und man war ja beschäftigt mit Bosnien. Auch in Ruanda wurde sehr viel beschwiegen. Ich denke auch, dass in den afrikanischen Ländern mehr dissoziative Störungen vorkommen als bei uns. Das ist aber nur eine Hypothese von mir. Man hat nicht gewusst, was man tun könnte. Sie sind ja nicht europäisch und so weiter und so weiter. Und dann kamen, Gott sei Dank, bei den Überlebenden die kulturspezifischen Vorbilder wieder zum Tragen. Die Konfliktlösungsstrategien der Gagaka, das gerade besonders im Ruanda eine große Rolle spielt und wo das Ziel eben nicht primär Gerechtigkeit ist, sondern Reparation und Frieden. Der Wille zur Versöhnung, das ist ja Frieden eigentlich, der war sogar bei unseren Flüchtlingen, die von Ruanda dann doch am Ende auch noch bei uns gelandet sind, zu spüren. Was ist der Effekt heute, 25 Jahre später? Natürlich bleibt der Schmerz und das Gezeichnetsein. Individuell und an vielen Orten gibt es weiterhin eine Mauer des Schweigens. Im Moment gibt es sehr viele Publikationen zu diesen 25 Jahren und das schreibt man, es gibt eine zweite Generation von Kriegstraumatisierten, alle Frauen, alle Mädchen seien traumatisiert. Man denkt immer noch, dass die Bestrafe für die Täter nicht schlimm genug sei und sie hat nur ganz kurzfristig erleichtert und dann wieder dem Platz gemacht, was Schuldzuweisungen sind an die internationale Gemeinschaft, die Belgier aus der UNO hätten uns besser verteidigen müssen, etc. etc. Was mich bei den ganzen Publikationen erschüttert, ist, dass es immer ein Blick in die Vergangenheit ist. Ich habe Gott sei Dank auch mit Ruanda immer wieder mal zu tun. Und Ruanda hat relativ bald in den Jahren nach 2010 angefangen, über das Gesundheitsministerium zu untersuchen, wie die psychische Gesundheit in dem Land ist. Und man hat herausgefunden, dass 20% der Bevölkerung unter Problemen leiden in der psychischen Gesundheit,
posttraumatische Belastungsstörungen, Angsterkrankungen, Depressionen. Dissoziation wurde nicht getestet. Ich denke, da hätte man noch einiges mehr finden können. Was herauskommt, das ist getestet worden. Ja? Was herausgekommen ist, dass es eine hohe Inzidenz von familiärer Gewalt hat, dass die Kinder sehr unregelmäßig zur Schule gehen, obwohl es eine allgemeine Schulpflicht gibt neuerdings, dass es bei der Arbeit hohe Absenzen hat, wenig medizinische Ressourcen und wenig Geld. Auf diesem Hintergrund hat dann sich unter anderem ein Zentrum, das Ubuntu heißt, Zentrum für Frieden, das in der Provinz südlich von Kigali ist, 2017 aufgestellt. Und sie haben sich zum Ziel gemacht, Tackling Trauma and Other Mental Disorders through Community-Based Social Healing Models. Man hat Peers ausgebildet. Ich hoffe, es hören alle Peers, keine Psychologen. Es sind Psychologen, die ausgebildet haben, sonst gab es zu wenig Psychologen. 120 Community-Based Healing Assistants. Und die befassen sich unterdessen oder haben sich unterdessen befasst mit 2000 Personen. Die von beiden Ethnien, Opfer und Kinder von Tätern, sind in den gleichen Gruppen. Es sind immer Gruppen von 20, die mit einem Assistant zusammen dann einen Prozess machen, der ungefähr mit 15 Sitzungen zu einem Effekt führt. Der Inhalt dieser Ausbildung und nachher dieser Begleitung der Betroffenen ist Atemtechnik, lernen zu atmen, sich herunterzuatmen, ruhig zu werden und erstellen, was Sie nennen, einer kollektiven Narrative. Das ist aber nicht eine Narrative, die die Gruppe als Ganzes macht, sondern es ist eine Narrative, wo jeder Einzelne seine Geschichte, seine persönliche Geschichte eingeben muss, wo er dann auch getröstet wird und wo, wenn alle gesprochen haben, in diesen 15 Sitzungen auch ein Abschlussritual stattfindet. Zusätzlich, und das ist einer meiner nach der ganz wichtigen Dinge, wird darauf geschaut, dass in diesen 20er-Gruppen die Menschen sich gegenseitig langfristig auch Hilfe geben. Also der, der etwas kann, es einem anderen beibringt, der, der mehr Geld hat, einem anderen vielleicht etwas bezahlt etc. Also wo man neu Solidarität und auch Vertrauen schafft in der Gruppe. Das Interessante ist, dass diese Arbeit des Ubuntu-Centers gemessen wurde. Man hat gemessen und konnte feststellen, statistisch signifikant über Psychotests, das ist das Erste, dass es in 64% eine Verminderung der PTBS-Erkrankung gab. In 56% sind die Angsterkrankungen zurückgegangen. Die Depression, Dissoziation ist meine Frage immer noch. Das Zweite, was mich ebenso sehr oder vielleicht noch mehr fasziniert, ist, dass die Gewalt in den Familien mehr als zur Hälfte gesunken ist. Das ist unglaublich wichtig auch für die nächste Generation, ja, mit den Kindern. Sie sagen dann, Kinder, die zu Hause sicher sind, können wieder zur Schule gehen. Der Schulbesuch der Kinder hat stark zugenommen. Die Arbeitsproduktivität ist gestiegen. Die Leute sind viel weniger, mehr fehlen sie an der Arbeit. Und die Quality of Life ist gestiegen. Die Trance-Phänomene, sowohl in Bosnien wie in Ruanda, wie in der Ukraine jetzt, die Trance-Phänomene sind immer die gleichen, das wissen alle Hypnotherapeuten. Man fokussiert. Worauf fokussiert man? In Bosnien ist heute noch die Fokussierung auf Leid, auf die Schuld Europas, auf die Strafe. Also es ist nach rückwärts gerichtet. In Ruanda ist die Fokussierung auf Heilung und Frieden, Akzeptanz der Gesellschaft, Wiederaufbau der gesellschaftlichen Werte eines friedlichen Volkes mit Solidarität in der Gemeinschaft, also wo man an die Zukunft, auf die Zukunft fokussiert ist. Es hat in jedem Trance-Phänomen findet man Dissoziation. In Bosnien
ist es immer noch so, dass es so schrecklich ist, dass man nicht davon reden kann, dass man auch nicht darüber hinwegkommt und dass man projektiv dann eben die anderen schuldig macht. In Ruanda geht es darum, dass man jetzt eine Gruppennarrative hat, dass man weiß, was passiert ist, und es gibt eine physiologische Beruhigung und eine Entdissoziierung über die Atmung. Und das Letzte ist die Suggestibilität, das kennen Sie auch alle. Man kann Opfertrancen haben, man kann Ressourcentrancen haben, man kann Zukunftstrancen haben. Was ist wohl sinnvoller? Bei all dem ist mir in den Sinn gekommen, ob wir auch schon in der hysterischen Helfertrance sind. Natürlich, wir alle sind aktiv, auch ich bin aktiv. Warum? Warum? Wozu? Es gibt uns die Möglichkeit, uns mal eine halbe Stunde, vielleicht jetzt eine Stunde, uns weniger hilflos zu fühlen. Das ist wichtig für uns, aber es genügt nicht. Was bringt die Helfertrance? Sie bringt, dass wir eben uns einmal auch nützlich fühlen können. Wozu brauchen wir sie? Brauchen sie wie für unser schlechtes Gewissen, weil wir nicht beteiligt sind, weil unsere Regierung sich nicht eingemischt haben, den Luftraum nicht schützen etc. Haben wir schlechtes Gewissen? Schämen wir uns? Was verhindert diese Trance? Sind wir nur noch auf einer Seite? Also verhindert sie, dass wir allparteiisch sind? Und was wäre jetzt eine sinnvolle Trance bei den Helfern und bei den Flüchtlingen, die zu uns kommen jetzt? Meine Frage ist nur, wie wäre es mit einer Solidaritätstrance und was würde sie bewirken? Die Effekte bei der Helfertrance bei den Helfern und bei den Betreuern, die sind immer gleich. Man dissoziiert sich, man spürt weniger Betroffenheit, weniger Hilflosigkeit, aber man nimmt auch Bedürfnisse des anderen und seine Bedarfe nicht wahr. Die Helfertrance normalerweise, besonders in unseren Berufen, fokussiert sich auf Defizite, krank, man macht Diagnosen und man vergisst Ressourcen. Die Suggestibilität ist, dass den Helfer dann Opfer produzieren, Patienten produzieren und die Leute hilflos machen. Was ist die Basics oder was sind die Basics in der Solidarität? Ganz wesentlich sind zwei Konzepte. Das eine ist die Salutogenese von Antonovsky, den Menschen Kontrolle, Effizienz etc. wieder ermöglichen, Verständlichkeit dessen, was passiert ist und den Kontext, was jetzt passiert, wenn man Flüchtling ist, und ein Wissen, dass irgendwann diese Menschen eine Sinnhaftigkeit dafür finden, für das, was ihnen passiert. Das zweite ist die primäre Ressourcenorientierung. Das sind ja Hypnotherapeuten eigentlich gut vorbereitet. Aber manchmal muss man vielleicht noch ein bisschen simpler sein als das, was wir so können. Und das hat Hopfoll sehr schön gesagt. Im Notfall braucht der Mensch fünf Bedürfnisse. Das erste ist, er braucht Beruhigung und Schutz. Atmen unter anderem, aber auch Ruhe. Das zweite und das dritte ist die Selbst- und die Community-Wirksamkeit, dass der Mensch nicht vereinzelt, auch wenn wir etwas tun, sondern dass wir ihn immer in seinem Kontext, seiner Familie, seiner Community, vielleicht auch seiner Empfängerfamilie hier, seiner Hostfamilie bei uns etc., dass wir das immer wieder einbeziehen. Der Betroffene braucht Beziehung. Er braucht Menschen, die mit ihm was tun, vielleicht nicht helfen, aber ihn begleiten. Und es braucht Hoffnung. Es braucht eine Öffnung auf die Zukunft. Was für Ressourcen bringen die ankommenden Ukrainer mit? Und was für Ressourcen kriegen sie hier im Moment? Sie kriegen viel mehr Ressourcen als viele andere Flüchtlingsgruppen, seien wir uns klar. Ja, das wird auch noch böses Blut geben an einem gewissen Punkt. Sie können bei uns, bei euch auch, sofort arbeiten. Die Kinder, die bei uns letzte Woche angekommen sind, sind bereits in der Schule diese Woche. Also es gibt ganz viele Dinge, die anders gehandhabt werden, als man das normalerweise mit Asylbewerbern tut.
Und was können wir lernen? Was für Strukturen sind neurobiologisch bedingt und sind dadurch transkulturell? Welche sind die psychosozialen und die kulturell bedingten Bedingungen? Was brauchen alle Betroffenen, sowohl die Empfänger wie auch die Empfangenden? Und wo suchen wir Information? Erstens über das, was wir tun können, aber auch über das, was passiert ist. Und wie können wir uns an die Ukrainer anpassen? Ich plädiere dafür, dass wir neu die Herausforderungen kreativ annehmen und nicht im Modell Psychotherapie denken, sondern vielmehr eben im Modell von Hopfall und von Salutogenese denken. Was brauchen die Menschen jetzt? Die haben noch keine posttraumatische Belastungsstörung. Dafür braucht es 2 Monate, bis man die hat. Die sind noch gar nicht so lange im Krieg. Sie haben noch keine Depressionen. Sie haben vielleicht Trauerreaktionen etc. Was können wir anders machen? Wie können wir uns einbringen mit dem, was wir wissen, ohne die Leute krank zu machen, ohne uns als professionelle Helfer, die ihre Vorstellungen haben, wie eine Therapie läuft etc., ohne das zu benutzen. Im Brainstorming, nach dem Brainstorming, wenn man kreativ ist, braucht es immer eine Organisation. Wer kann was bald? Und um einen Prozess, der kreativ ist und auch organisiert wird nachher, wertvoll zu machen, muss man von Anfang an planen, wie man, was man tut, um diese Interventionen, respektive den Effekt dieser Interventionen zu evaluieren. Das muss vielleicht nicht im Psychotest sein, aber was tun wir? Und mein Appell ist eigentlich an alle von denen, all denen, die jetzt zuhören, wo könnt ihr Brainstorming machen mit Kollegen? Jetzt, was wollen wir? Was können wir tun? Wie können wir es organisieren? Nicht, indem wir blindlings jetzt anfangen, Psychotherapie-Angebote zu machen, sondern indem wir an die Communities denken, an die Communities auch der Ukrainer denken, an die Ukrainer selber, wie können sie sich selber helfen, etc. Und wie können wir in euren Gruppen, wie können wir planen, um die Interventionen zu evaluieren. Das alles möchte ich zusammenfassen in einem Bild, das ich vor ungefähr 5 Jahren in Lviv, in Lemberg, in dem wunderbaren Museum, Nationalmuseum dort gesehen habe. Es gibt sehr viele Ikonen. Und das ist eine Ikone aus dem 15. Jahrhundert von einem jüngsten Gericht. Und Sie sehen die schwarzen Teufel, die da überall rumschwirren und sich um die Seelen streiten. Doch gleichzeitig ist ein bisschen weiter oben, leider kann ich das nicht zeigen, weil es war schwierig zu fotografieren mit meinem Handy. Weiter oben ist ein Engel, der die Menschenseelen wägt. Und das Verrückte ist, auf den Seiten seht ihr Horden von Menschen, die ganz geordnet, eigentlich, mir sind die Kühe in den Sinn gekommen beim Melken, ganz geordnet anstehen und warten, bis sie drankommen. Und das Verrückte ist, dass in dieser Ikone auch die Juden mit Moses am Anfang da anstehen. Hinten dran, leider sieht man es nicht, sind die Tartaren. Hinten rechts sind die Araber. So viel Kyrillisch kann ich lesen, dass ich herausfinden konnte, wer war. Und vorne rechts sind lokale, ich sage jetzt mal Russ, das waren ja damals noch keine Ukrainer, sondern Russ. Und wenn ein Volk sogar am jüngsten Gericht sämtliche Bewohner für das jüngste Gericht aufmalt, dann muss es ein irrsinniges Konzept von Toleranz haben, von ethnischer Vielfalt. Das ist das, was mich in Lviv so unglaublich beeindruckt hat auch. Und ich denke, ein solches Volk hat auch die Ressourcen, um über das, was jetzt passiert,
wegzukommen. Damit danke ich euch für die Aufmerksamkeit und eröffne jetzt ich nehme jetzt mal an, die Chat und so weiter. Oder die Kommentare von Manfred oder ich weiß nicht wem. Liebe Gisela, ganz, ganz herzlichen Dank für die komprimierte und fokussierte Vermittlung von deinen praktischen Erfahrungen, das Arbeiten in politischen Strukturen und die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die du hier für uns so gut dargestellt und zusammengeführt hast. Und für die sehr menschlichen und realitätsbezügenden Schlüsse und Empfehlungen. Und ich hoffe, dass wir gleich auf WanderMe schon vielleicht dazu beitragen können, dass die Kolleginnen und Kollegen brainstormen können. Ich bitte um, Moment, ich beende einmal hier die Freigabe, damit ich unsere organisatorischen Informationen noch einblenden kann. Ich bitte Sie, Ihre Fragen in den Chat zu stellen und wir möchten Ihnen, während wir Ihre Fragen sammeln, noch ein paar weitere Informationen mitgeben. So, also zum einen zum Weiterlesen und sich noch tiefer mit dem Thema beschäftigen und dem Wissen von Gisela Perren-Klingler und ihren Empfehlungen können Sie zum einen, gibt es ein Buch im Springer Verlag, was wir sehr empfehlen können. Das zweite ist, wer Gisela live erleben will, ist herzlich eingeladen zur MEG-Jahrestagung, wo sie einen Workshop halten wird, wo du auch jetzt ganz spontan zugesagt hast, ne, um hier das Wissen zu verbreiten in der besonderen Situation. Also herzlichen Dank auch für deine ganze Spontanität. Wir sind glücklich, dass du kommst. Und es gibt auch noch eine Seminardokumentation über Traumatherapie. Du bist ja extrem erfahren, auch in extremen Situationen und hast da bei Manfred in unserer MEG ein fantastisches Seminar gehalten. Ich war dabei und das ist dokumentiert und über Stream und DVD erhältlich über therapiefilm.de. Also das heißt, wer sich tiefer beschäftigen will, hat jede Menge Möglichkeiten in allen Arten und Weisen hier einzusteigen. Das Weitere, was wir gerne mitteilen möchten, ist, der Hypnosalon ist ja Teil des Methodenschatzes und in dem sammeln wir hilfreiche Handouts, Audiodateien etc. und haben jetzt ganz viele Dinge in kurzer Zeit zusammentragen können, auch um hier die Menschen in der Ukraine und Geflüchtete zu unterstützen. Sie finden neu unter dem Reiter Hilfen für Geflüchtete aus der Ukraine Informationen, Hilfen und Links. Die sind sehr praktisch zusammengetragen. Also es gibt viele dieser Links, sind in deutscher und in ukrainischer Sprache Informationen, die da gegeben werden. Das sind Informationen für Geflüchtete, für die Einreise. Wo finde ich medizinische Hilfe? Wie geht es mit dem Anerkennungsverfahren? Also sehr, sehr praktisch. Es gibt aber auch Links, wenn ich Aktions- und Sachspenden organisieren will. Wie macht man das sinnvoll? Wo kann ich überhaupt hin spenden? Wie kann ich eine Unterkunft zur Verfügung stellen? Es gibt auch Listen, wo Sie sich registrieren lassen können, wenn Sie medizinische oder therapeutische Hilfe kostenfrei anbieten und auch den Link für die Ukrainerinnen auf ukrainischer Sprache, wo Sie einfach gucken können, wie finde ich schnell und unkompliziert Hilfe. Also das können wir sehr empfehlen. Dann haben wir unter dem Reiter Trauma, Krieg und Flucht das Handout zum Vortrag, nicht in Kürze, sondern unser Webdesigner Andreas Nowak, dem ein großer Dank gebührt, hat durchgearbeitet und es ist seit vor kurzem drauf, also heute Nachmittag ist es hochgeladen worden. Und Gisela hat schon einen weiteren Vortrag im Hypnosalon gehalten über ihr traumatherapeutisches Konzept und die Zusammenschau dieses Konzeptes und eine Praxisanleitung finden Sie auch im Methodenschatz. Weiterhin vom letzten Hypnosalon das Skript im Fließtext von Luise Reddemann, psychotherapeutisches Handeln in Krisenzeiten mit Ergänzung zur Ukraine. Auch Luise hat sich sehr beeilt. Dann hat die Deutsche Gesellschaft für Verhaltenstherapie eine Methode zur Verfügung gestellt, mit Kindern und Jugendlichen über den Krieg sprechen, mit hilfreichen Links. Und die fantastische Barbara Bedecker und ich haben uns zusammengesetzt und haben Bilderbücher zu den Themen Krieg und Flucht rausgesucht und auch noch ein paar Links. Und mein Kollege Boris Piegersch hat eine Emotionsregulationsübung auf die Frage, ob er was hat, was helfen könnte, zur Verfügung gestellt. Also das können Sie alles finden. Genau.
Und bevor wir jetzt in die Fragerunde einsteigen, die herzliche Einladung zu unseren weiteren Hypnosalons. Ab sofort ist die Anmeldung für Gunther Schmidt, demokratische Hypnotherapie, was in 2 Wochen stattfinden wird, wieder freigeschaltet. Und Sie können sich unter meg-frankfurt.de Hypnosalon anmelden, wie gehabt, so wie Sie sich auch hier angemeldet haben. Und wir freuen uns auf Ihr Kommen und wieder hier zusammen uns gemeinsam weiterzubilden und auszutauschen danach. Ich bin gespannt auf die Fragen und übergebe an Manfred. Vielen Dank, liebe Frauke. Ich würde gerne eigentlich mit einer eigenen Frage die Diskussion eröffnen wollen. Mein Hintergrund ist ja, dass ich dein traumatherapeutisches Konzept, liebe Gisela, kennengelernt habe. Das fand ich so handfest und bodenständig und nützlich und unmittelbar einleuchtend und pragmatisch, dass ich damals vor 2 Jahren mitten in der Flüchtlingskrise gesagt habe, das muss eigentlich jeder kennen. Und deswegen habe ich mich ohne Rücksicht auf Verluste, hätte ich beinahe gesagt, oder ohne Rücksicht darauf, ob sich das jemals rechnen würde, viel investiert, damit dein traumatherapeutisches Konzept auch in Form eines Workshops allgemein zugänglich ist. Jetzt bringst du es fertig in der aktuellen Situation, wo ich als Psychotherapeut denken würde, Mensch, jetzt brauchen wir Traumatherapie, hier einen Vortrag zu halten, ohne Traumatherapie überhaupt nur zu erwähnen. Mich würde interessieren, welche Rolle, welche Position, welche Wichtigkeit gibst du dem, was man traumatherapeutisches, natürlich Nützliches anbieten kann, den Menschen, die extreme Belastungen hinter sich haben? Erstens, es gibt kein Trauma, das alle Leute traumatisiert. Es gibt kein Ereignis, sei es Krieg, sei es Folter, sei es, wenn der Vater die Mutter tötet, was immer es so alles gibt an schrecklichen Dingen. Nicht jede solche Handlung traumatisiert, also macht Menschen krank. Menschen werden leiden und Menschen werden leiden, auch die Ukrainer, die herkommen, die haben ihre Häuser verloren, vielleicht Familienmitglieder verloren. Die haben ganz viel tägliches, alltägliches verloren und sie werden leiden. Leid kann man nicht behandeln. Das kann man nur psychosozial, würde ich jetzt mal sagen, in eben Communities damit umgehen. Das erste ist mal eine anständige Wohnung oder beherbergt werden etc. Es ist Essen, Trinken, medizinische Versorgung etc. Und wenn das so ist und wenn wir davon absehen können, dass wir jetzt schon in 6 Monaten an Traumatherapie denken, dann müssen wir das Konzept von Therapie hintanstellen und an das Konzept Prävention denken. Und zwar das erste Konzept, Primärprävention, hat ja versagt. Primärprävention heißt Verhindern von Situationen, die eben die Menschen krank machen können. Hingegen können wir das zweite, das Sekundärpräventionskonzept sehr gut benutzen, das sagt, wenn etwas passiert ist, alles dazu beitragen, dass die Menschen ihre Resilienz und ihre Ressourcen, um es jetzt einfach zu sagen, wiederfinden und selber weiter können. Und wenn wir das gut machen, denke ich, werden wir ein bisschen, ein ganz klein wenig Leid vermindern. Wir werden es aber nicht verändern eigentlich. Aber wir werden in 6 Monaten weniger schwerkranke Leute sehen. Trauer kann in Depressionen umkippen, das ist wahr, aber wenn wir eben den Menschen beibringen, wie sie darüber reden können, wenn es nicht so beschwiegen wird, wie es in Bosnien beschwiegen worden ist oder in Ruanda, also wenn wir das, was das Ubuntu Center, aber was auch Manfred, du in meinem Workshop ja gesehen hast, dass man lernt, Narrativen zu machen, das darüber zu reden, geordnet darüber zu reden, Ordnung zu schaffen in das Chaos, was man erlebt hat, auf der kognitiven Ebene, aber eben auch auf der somatischen Ebene durch das Atmen und auf der emotionalen Ebene, das spielt ja auch eine Rolle, dass man das alles
Das kann man machen und da gibt es das Konzept des RAISE-Modells, eben das, was ich damals vorgebracht habe. Es gibt andere Konzepte, das Ubuntu-Modell ist noch etwas einfacher und mich würde ja schon lange interessieren, was in meinem Modell wirklich absolut nötig ist, damit es effizient ist. Ich weiß es nicht, darum stelle ich es immer noch so vor, wie es ist. Ich glaube, wenn wir wegkommen vom therapeutischen Modell und sagen, was können wir jetzt an Ressourcen eingeben? Ich rede jetzt nicht nur von den therapeutischen Ressourcen, ich rede von den materiellen Ressourcen, auch von den Solidaritätsressourcen, von der Beziehung, die wir anbieten, etc. Wenn wir das machen, dann werden wir präventiv viel erreicht haben. Und wer quasi neu anderes erlebt, in einer anderen Beziehung, an einem anderen Ort. Bei uns ist es ja sicher unter anderem. Man ist sicher, man hat genug zu essen, man hat eine medizinische Versorgung, aber es sind auch Menschen, die sich um einen kümmern. Dann haben wir Prävention geleistet und wir werden dann immer noch auch noch therapeutisch vielleicht helfen müssen, teilweise. Meine Frage ist, wie viele von den Ukrainern können mit einer psychotherapeutischen Hilfe umgehen? Ja, wahrscheinlich ist die Akademie der Ukrainer, die White-Collar-People und so und vielleicht auch Lehrer etc., sind die fähig, in Therapie zu gehen? Das ist ja immer so eine Frage, ob es kulturangepasst ist oder nicht. Soll man mit Kindern Kindertherapie machen oder soll man sie nicht lieber eben in Gruppen mit Schweizer Kindern, mit deutschen Kindern zusammen das Leben neu entdecken lassen? Ich denke, wir müssten ganz viele Dinge ändern und das war eigentlich, deswegen habe ich auch zugesagt für diesen Vortrag, weil ich sagte, hallo, machen wir etwas nicht so wie das letzte Mal, sondern machen wir etwas anderes und vergessen wir Therapie. Das ist zwar schade und traurig, aber es ist ja viel besser, wenn wir keine Therapie machen müssen. Ja, liebe Gisela, vielen Dank. Und wie könnte man in der aktuellen Situation auf Hoffnung fokussieren, ist eine Frage. Jedes Kind, was wieder in die Schule geht, hat Hoffnung, weil es lernt für die Zukunft. Und wenn Kinder Hoffnung haben, dann kriegen die Eltern auch Hoffnung, weil sie sagen, mein Kind wird eine bessere Zukunft haben, egal wo. Hier in Europa, also in Mitteleuropa, in Westeuropa oder zu Hause. Das Kind wird kompetent und ich kann dazu beitragen und, und. Und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Teil der Hoffnung. Und ich glaube, die Hoffnung, dass man sagt, wir werden sie verurteilen, es wird wieder ein TPI geben und alle diese Dinge, das ist Gift. Das ist Hoffnung auf Gift oder Hoffnung auf Steine anstatt Brot. Denn wie gesagt, man kann die Täter, man könnte sie sogar töten, das kann man ja nicht in Europa, weil wir keine Todesstrafe mehr haben. Es würde nichts bringen, im Gegenteil. Die Menschen fühlen sich dann noch hoffnungsloser, weil dann ist so what. Und in dem Sinn denke ich, sich um, nicht nur um die Kinder, auch um die Eltern, die arbeiten können bald, die jetzt Deutsch lernen müssen bei euch und bei uns vielleicht auch Französisch etc. Alles das ist mit Hoffnung arbeiten. Es ist kein großes Konzept, sondern das Konzept sagt, morgen gibt es und übermorgen auch und in einer Woche ist mein Kind schon eine Woche in der Schule und kann schon 5 Wörter Schweizerdeutsch oder Hochdeutsch oder was weiß ich immer, Baden-Württembergerisch etc. oder was immer es sonst noch an Dialekten gibt. Und das ist ein ganz großer Hoffnungsanlass für alle die Menschen, die hier sind. Und in dem Sinn haben diese Flüchtlinge es viel, viel einfacher als die normalen Flüchtlinge, die aus Syrien gekommen sind, die nicht arbeiten durften, die immer noch nicht arbeiten dürfen, teilweise aus Afrika, genau das Gleiche, wo die Hoffnung dann sehr prekär wird. Ja, vielen Dank, liebe Gisela. Das sind wirklich sehr hoffnungsvolle und hoffnungmachende Perspektiven, die du uns eröffnest und mit denen du uns doch auch ein bisschen aus einer Hilflosigkeitshelfertrance rausrüttelst. Vielen Dank dafür. Wir haben schon wieder 20 Uhr. Wir können dir zum Glück nachher gleich jetzt bei Wannermi noch
weiter zuhören und weitere Fragen an dich stellen. Ich übergebe jetzt erstmal an die Frauke, die noch abschließende Informationen hier gibt. Vielen Dank erstmal, liebe Gisela. Wir sehen uns noch später. Ja, danke fürs Zuhören. Ich habe viel, viel profitiert. Danke fürs Zuhören. Vielen herzlichen Dank, Gisela. Vielen Dank, Manfred. Und vielen Dank an die Teilnehmer und Teilnehmerinnen für das Interesse, für die Spenden und für die guten Ideen vielleicht, die jetzt noch auf WonderMe kommen. Wir laden herzlich ein. Lisa stellt den Link in den Chat. Wir freuen uns. Wir hoffen, dass Sie gut durch die Zeit kommen, selber in eine gute Fokussierung kommen, in Ihrer Kraft bleiben, sodass es Ihnen gut geht und dass Sie gut unterstützen können und vor allem, so wie Gisela gesagt hat, hilfreich, bodenständig und realistisch unterstützen wir uns immer, fragen, was ist wirklich menschlich, was brauchen wir und sozusagen nicht zerfleddern, sondern immer wieder fokussiert auf den gesunden Menschenverstand, das Bodenständige und das, was wirklich gebraucht wird, Schritt für Schritt gucken, was aktuell ist. Ich danke dir, Gisela.